Wir haben heute einen Kran beobachtet, wir haben alles Mögliche daran gesehen, haben lose Rollen gesehen und so weiter und so fort. Und wir haben auch wieder mal gesehen, es geht immer wieder auch um Hebelgesetze. Nur ein Beispiel dazu. Und zwar, ich deute mal ganz kurz den Kran an. Der hat hier ein riesiges Gegengewicht gehabt. Betonblöcke waren das. Er war hier in der Mitte, stand er auf einem entsprechenden Gittergestell. Und hier war das Ende des sogenannten Auslegers. Und dann hatten wir hier teilweise eine Last. Hier oben war unsere Laufkatze. Hier hatten wir die lose Rolle. Hier war die Last dran. Irgendwas hat er daran gebammelt. Und so weiter und so fort. Aber wir haben eins gesehen. Man kann den Kran nur bedingt belasten. Das heißt, bedingt, die Bedingung ist der Abstand hier von, nicht in diesem Fall vom Drehpunkt, sondern vom Standpunkt. Wenn wir hier, wir hatten ungefähr ermittelt, das waren 5000 Kilogramm Gegengewicht. Und wenn wir hier einen wahnsinnig langen anderen Hebel haben, das ist nämlich der zweiseitige Hebel, dann hatten wir hier, sagen wir L1, hier hatten wir die Gewichtskraft F1. 5000 Kilogramm entspricht also 50.000 Newton, ne? Aber da stand ein Kilogramm dran, damit die Leute immer gleich wissen, wie viel Kilogramm sie heben können. Dann wäre das F2. Hier hätten wir L2. Und jetzt lässt sich klar anhand des Hebelgesetzes nachweisen, dass je weiter ich hier wegkomme, ich hier nicht mehr so viel Last heben darf. Trotz loser Rolle, ganz egal. Denn das würde bei dieser langen Hebellänge meinen Kran irgendwann zum Umkippen bringen. Und hier in relativ gleichem Abstand, das bloß mal nebenbei, also das war genauso weit, hatten wir ein Schild, da stand auch 5000 Kilo drauf. Warum? Weil dann L2. Und wenn ich hier sage, dieser Abstand sei L3, weil die beiden gleich waren. Das bis dahin. Das ist aber, und jetzt kommen wir zu dem großen Unterschied, das ist ein sogenannter zweiseitiger Hebel. Zweiseitig nochmal, entweder vom Dreh- oder vom Dreh- und Angelpunkt, sagt man ja auch, vom Aufhängungspunkt, vom Stützpunkt, vom Drehpunkt, da wo der Hebel losgeht, habe ich hier eine Seite und hier die zweite Seite. Zwei Hebel, zwei Seiten. Eine Seite, zweite Seite. Jetzt kommen wir aber zum, das ist ja viel spannender. Also es gilt hier genauso die goldene Regel der Mechanik. Ich schreibe es mal ganz schnell hin. F1 mal L1 ist stets wie F2 mal L2. Das gilt hier genauso. Das ist überhaupt keine Kunst. Dieses Hebelgesetz oder das Gesetz der goldenen Regel der Mechanik, das ist nichts Besonderes, nichts Neues. Jetzt hatte ich aber hier was gezeigt auf dem Lehrertisch. Das skizziere ich mal ganz schnell. Und zwar hatte ich einen langes Lineal genommen und hatte hier drauf stand ein ziemlich dickes Gewicht, das waren 5 Kilogramm.